So, willkommen zu zwei neuen Artikelvorstellungen, aber vielleicht sind die gar nicht so neu, denn hier vermute ich die Nigostrop, aber die gab es eigentlich normalerweise in der Viererschachtel mit Standfuß. Da bin ich mal gespannt. Auch hier überall die 220 Chargennummer für dieses Jahr, auch bei Leslie hinten zu sehen. Und diese Joysticks von Tenen, ja, vielleicht sind das einfach nur die Leslie Blitztürme. Da werden wir jetzt mal gleich mal sehen, was sich dahinter versteckt. Nee, ich glaub's eher nicht, weil man die in der Hand halten soll. Die sind hier unten ungefähr bis dahin hohl. Da kann man sie in der Hand halten. Aber das ist trotzdem hier, ich meine, nur 2 Euro, da kostet ja 50 Cent so ein Stück. Da kostet ja so eine Funke-Fontäne oder irgendeine andere mega gute F1-Fontäne schon nur 40 Cent. Also das ist schon ein bisschen überteuert. Vielleicht ja sowas ähnliches wie Nico Silberblüten. Ich lasse mich mal überraschen. Oder Goldregen, na ich weiß nicht, mal sehen. So, die Nico, die Strobe Flash. Ja, die sehen schon eher so aus wie ganz normale. Naja, aber früher gab es jedenfalls wenigstens 4 davon. Also ich denke mal, die werden so blitzen und am Ende noch eine rote Flamme oder so. Dann wären es so wie früher die. Okay, wenn es dunkel ist, geht's los. Hier 2 Gramm und hier 2,27 Gramm pro Stück. So, zunächst einmal hier die Joystick. Naja, bin ich mal gespannt. Oh, haha. Oh, was? Hallo, hallo, hallo. Naja, ist doch brauchbares Teil. So, gleich noch eins. Ich sag ja, so wie Silberblüten ungefähr. Nicht schlecht. Endlich wurde mal wieder sowas hergestellt. Bisschen wie Goldregen und Silberblüten und sowas. Mit zwei Phasen. Gut. Und die Strobe Flash. Lohnt sich auf jeden Fall. Na, ein Crackling-Finale mit etwas wenig. Aber okay. Nicht gerade so leise. Jetzt hier schaltet es. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Video.